Halt, stopp! Jetzt reicht es. Jetzt red ich. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Freischnauze. Und heute mit dem Titel: Bitte Männer, passt auf. Eigentlich ist das Video, worüber ich heute reden möchte, totaler Nonsens. Es ist mal wieder meine typische Naivität, mal versuchen, anderen Leuten so ein bisschen zu helfen, damit sie mal ein bisschen nachdenken. Weil was ich heute erwähnen werde, klingt so bescheuert und abartig und pervers, aber es ist tatsächlich schon mal vorgekommen. Es geht darum, dass sehr viele Frauen tatsächlich benutzte Pariser, benutzte Kondome, sich aus dem Müll fischen, sich tatsächlich das darin befindende Ejakulat injizieren und schwanger werden, um dem Typen dann Geld aus dem Arsch zu leiern. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen: Christian, du bist doch völlig bescheuert, so etwas kann es doch nicht geben. Doch, es ist tatsächlich schon vollkommen. Ich habe vor einer Weile einen Artikel mal gelesen, keine Ahnung, ob ich ihn wiederfinde. Da war es tatsächlich so. Da hat irgendeine Tussi mit einem prominenten Typen gevögelt, der hat vorsorglich verhütet, ja, hat dann sein hoffentlich erfolgreiches Chef darin erledigt und hat den Fehler gemacht, das Kondom nicht ordnungsgemäß zu entsorgen. Sprich, Knoten drin, Klo runterspülen, da hat es bloß im Müll geschmissen. Und die Alte hat tatsächlich, wie gesagt, den Lebenssaft quasi in sich hinein injiziert, um schwanger zu werden, was doch geklappt hat, und hat ihn daraufhin auf Unterhalt verklagt. Und dank unseres gynozentrischen Systems, was wir haben, da werde ich auch nochmal in einem Video etwas näher drauf eingehen, über Beispiele des Gynozentrismus, weil das ist quasi eine Art Wiedergutmachung, was ich vor Jahren mal gemacht habe. Da habe ich einen ganz großen Fehler gemacht in meiner Wutphase, den möchte ich dann mal neu machen. Aber hat er halt, wie gesagt, auf Unterhalt verklagt, und die ganzen Richter und wie sie alle da mit zu tun hatten, haben ihr Recht gegeben. Es klingt jetzt wie so ein bisschen MRA hier Schwafel, also Man Rate Activism hier Schwafel, ist es aber nicht. Ich möchte euch, liebe Männer, und auch sonst gerade auch den jungen Leuten da draußen, ein bisschen Verantwortung mit auf den Lebensweg geben. Ihr könnt euch dann halten, müsst ihr nicht, ja. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere tatsächlich mal ein bisschen drüber nachdenkt. Natürlich ist es so, ab einem gewissen Alter in der Jugendzeit, bis zu einem bestimmten Alter, wo es einfach ruhiger zu werden, kochen die Hormone über. Und dann sind die jungen Männer so dermaßen rattenscharf, dass die selbst eine Fahrradkette vögeln würden. Da haben wir alle Kerle haben wir hinter uns. Ich habe das hinter mir, meine Freunde haben das hinter sich. Es ist einfach so. Wir sehen eine kleine Alte, das Ding steht, Alter, und wir schießen schon einfach schon durch Hinschauen, durch die Klappe Dekolleté, schießen wir unsere Pistole ab und müssen zu Hause Unterwäsche wechseln. Das hat wahrscheinlich so unfassbar viele erlebt, ja. Um jetzt mal ein bisschen ehrlich zu sein, auch ich habe manchmal noch Phasen, da schieße ich die Pistole nachts bis zu 4 Mal, wenn es extrem ist. Und ich mir hinterher frage: Alter, wo kommt denn das plötzlich her? Das ist doch nicht mehr normal, Alter. Ja. Es ist vielleicht nur noch einmal im Monat so, wenn der Event hochkommt, aber das war schon mal Zeiten, das war wirklich nicht. Ich habe mich dafür gehasst. Ja, also ich habe mich wirklich dafür gehasst. Und natürlich wollen halt, wenn man dann halt natürlich auch ein bisschen bimsen. Muss man ein bisschen Monty Python zu zitieren. Bimsen, Ritter Kokosnuss, mehr sagen, nee. Und liebe jungen Männer da draußen, wenn ihr das Glück habt und eine Alte lässt euch bimsen und ihr wollt partout keine Kinder, zieht euch eine Tüte drüber. Bitte. Denn ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass die Alte wirklich die Pille nimmt, wie sie sagt. Ja, könnt ihr euch nicht darauf verlassen. Denn wenn Frauen tatsächlich in der Lage sind, den Schneid zu besitzen, ein benutztes Kondom aus dem Müll zu fischen, um sich den Lebenssaft selbst zu injizieren, dann ist die Pille zu nehmen und sie dann doch wirklich nicht zu nehmen die einfachste Lüge. Ja, und wenn ihr dann in eurer Naivität ohne Kinderwunsch da rinault in die Olle, schönes Kind als Wort wieder rausgekramt aus dem Kopf, Alter, wie geil, Alter. Die Aule. Aber früher mal zu Spucke gesagt. Ach ja, jetzt kommt so ein bisschen, haben wir da sich von der Patunia mit dem Kopf. Scheiße. Ja, das ist frei Schnauze, da passiert sowas. Ja, also wenn ihr dann in so eine Alte reinault ohne Kondom, dann kommt ihr da nicht mehr raus.
ja, dann ist das vorbei. Wenn ihr eine wunderschöne, erfolgreiche, körperlich anstrengende Nacht hinter euch habt, wo ihr hinterher so da sitzt, so, heute war geil. Ja, dann bitte nehmt dieses scheiß Gummi, zieht's ab, macht einen Knoten drin und spült es das Klo runter. Ja, das Allerschlimmste, was passieren kann, dass plötzlich jetzt, wenn wir alle in eine Kanalisation rennen und sich da jetzt ein Kondom alle rausfischen und dann, und so, aber dann wissen halt auch nicht, von wem man kommt, ne? Also, ja, ist mal wieder ein sehr, sehr perverses Thema, ich glaube, den Weg ab 18 freischalten. Na super, dann rechts halt die Jugendlichen ja nicht. Oder ihr müsst halt, wenn ihr jemanden kennt, der jünger ist als 18, dann könnt ihr ja zusammen gucken. Darf ich das so sagen? Oder kriege ich jetzt Ärger dafür? Ja, ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es kann nicht sein, dass Männer so und junge Männer, vor allem junge Männer, so verarscht werden. Ja, die Hormone kochen über, man hat sich wirklich schwer unter Kontrolle, man will sofort wieder vögeln. Ja, man hat absolut keinen Kinderwunsch, man möchte nur seinen Spaß haben. Und da passiert so eine Scheiße. Und ja, ich finde, da kann man einfach nur sagen, bitte verhütet. Ihr könnt den Frauen von heute, gerade auch den Jungfrauen, die verseucht sind von Feminismus, hast du nicht gesehen, denen könnt ihr nicht vertrauen. Es ist einfach so. Wenn eine Olle euch sagt, dass sie die Pille nimmt, ja, vertraut nicht darauf, ja. Selbst wenn ihr in der selbst auch wenn ihr in einer Beziehung seid mit einer Frau und die möchte ihr Kinder, aber ihr seid auch nicht bereit dafür. Fickt mit Kondom, auch wenn ihr seht, dass sie die Pille nimmt. Pille und Kondom, das ist... Die Wahrscheinlichkeit geht ins utopisch hohe, dass sie denn tatsächlich schwanger wird, ja. Bei der richtigen Anwendung ist ein Kondom hundertprozentig sicher. Ja, definitiv. Und mit einer Pille, wo die Wahrscheinlichkeit 97, noch was Prozent wahrscheinlich ist, um nicht schwanger zu werden, so ungefähr war das die Wartezeit, glaube ich, dann ist es mit menschlichem Verstand eigentlich unmöglich zu erfassen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie trotzdem schwanger wird. Es ist schlichtweg nicht möglich. Ja, also, das ist... Mein Rat an euch, wie ihr sagt am Anfang, ihr müsst euch nicht daran halten, ja, wenn ihr so doof seid und trotzdem versucht und euch wird ein Kind unterjubelt, habt ihr Pech gehabt. Habe ich kein Mitleid mit, ja. Ich habe es jetzt offen ausgesprochen, falls ihr wer gesehen hat, ja, falls, man kann den Rat natürlich auch immer weitergeben, ne. Es ist sowieso immer wichtig, sich dafür auch einzusetzen, dass man die Sexualität wieder auf ein Level hieft, wo man damit verantwortungsbewusster umgeht. Auch das ist ein Thema, was ich noch machen könnte, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich sogar schon im nächsten Video mal gucken. Red ich auch einfach mal so, wie mir der Mund wieder erwachsen ist. Aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, lasst mir ein Like da, wenn nicht, dann das Recht. Abonnieren dürft ihr auch, wenn ihr wollt, kostet nichts. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.